Sie ist anspruchsvoll. Cool, sympathisch. Geheimnisvoll. Unfassbar talentiert. Unwiderstehlich. Mit so viel Charme und Chuzpe. Fantastische Kollegin. Voll die Beste. Es ist... Lola, die wunderschönste Frau Deutschlands heute Abend. Die goldene Lola. Die Lola, Altin Lola. Die Lola. Oder wir nennen es einfach ganz international The Golden Lola. Aber dann versteht es der Außenminister wieder nicht. Ja. Bin sehr berührt. Danke. Du bist heute hier der Liebling, die Lola der Saison. Dank vor allem für diese Auszeichnung in Gestalt einer makellosen Schönheit, wie sie in den Armen eines 85-Jährigen nur noch selten anzutreffen ist. Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können in der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen. Für uns ist es ganz toll, dass wir zum zweiten Mal der Ort sind, wo die Nominierten bekannt gegeben werden. Wir freuen uns darauf, dass wir die Nominierten und dann die Preisträger später auch in unserem Museum werden ausstellen können. Das hat ja auch eine kleine Tradition mittlerweile. Herzlich willkommen aus Sicht der Kinemathek und die Spannung wollen wir jetzt nicht allzu sehr steigern. Ich gebe jetzt an Thomas Kuhfuß, damit er auch begrüßen kann für die Filmakademie. Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich für die Veranstaltung der Nominierung oder für die Nominierungsveranstaltung zum Deutschen Filmpreis. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder eure Gastfreundschaft genießen können hier in der Kinemathek, praktisch gegenüber, einen Steinwurf entfernt. Und ich bin besonders froh, dass wir heute bei der Verlesung der Nominierung Christiane Paul, ganz frisch gebackenes Vorstandsmitglied der Deutschen Filmakademie, dabei haben und Burkhard Klausner, den letztjährigen Preisträger der Filmakademie und natürlich die Präsidentin der Filmakademie und Staatsminister Neumann. Guten Morgen auch von mir. Mikro ist an, wunderbar. Benjamin Hamann ist mein Name. Eigentlich hätte ich angekündigt werden sollen, insofern etwas plötzlich. Ich begrüße Sie, herzlich willkommen, auch vor allem zu Hause an den Computern oder im Büro an den Computern, denn wie im letzten Jahr wird auch diese Bekanntgabe der Nominierung zur 61. Deutschen Filmpreisverleihung gestreamt, ich glaube auf www.deutscher-filmpreis.de, aber wenn Sie uns jetzt nicht sehen, dann bringt Ihnen natürlich auch die Angabe der Website nichts mehr. Wir machen das letztlich mit diesem Stream, damit Sie nicht morgens um 6 Uhr aufstehen müssen, um das Morgenmagazin sich anzugucken. Also zu einer etwas filmemacherfreundlicheren Zeit bieten wir das an, damit Sie dabei sein können. Man hat mich beschworen, dass ich auf keinen Fall Sie mit guten Abend begrüßen soll. Normalerweise, wenn ich sowas mache, dann bei Premieren oder sowas, und es sind immer abends, insofern kann schon sein, dass mir das durchrutscht im Laufe der Veranstaltung. Überhören Sie es einfach und wer weiß, wie lange die Bekanntgabe dauert. Vielleicht passt der Begriff ja auch noch im Laufe der Veranstaltung dann doch. So, was soll ich noch alles anders machen als im letzten Jahr? Das BKM will, dass ich mehr Fragen an den Staatsminister stelle. Die Filmakademie will, dass das komplexe Wahlsystem erklärt wird. Christine will, dass ich sie grüße. Und mein Kollege als künstlerischer Leiter, Florian Gallenberger, das künstlerische Leiter des Filmpreises, will, dass ich mehr Pointen einstreue. Insofern mal sehen, was uns heute gelingt. Für die Pointen habe ich mir 4 Gäste eingeladen. Thomas Kuhfuß hat sie gerade schon begrüßt. Ich begrüße sie auch. Bitte mit mir hier in der Reihenfolge der Platzierung auf der Bühne. Zum einen den Gewinner aus dem letzten Jahr, Burkhard Klausner. Zum zweiten die Präsidentin, unsere Präsidentin, die wunderbare Iris Berben.
und den Mann, den wir fast an das Verteidigungsministerium verloren hätten, aber er ist doch lieber Staatsminister für Kultur und Medien geblieben, Bernd Neumann. Und Sie haben es schon gehört, frisch gebackenes Vorstandsmitglied der Filmakademie, die bezaubernde Christiane Paul. Gut, Mikrofone sind jeweils neben Ihnen. Hier ist deins, Paula. Danke. So, wir fangen gleich mit Ihnen an, Herr Neumann, damit ich alle meine Fragen an Sie unterbringe heute. Ja, wobei ich widersprechen muss. Die Bemerkung, dass mein Haus will, dass möglichst viele Fragen an mich gestellt werden, kommt von Ihnen. Die Pointe musste nicht sein, vom insofern. Sie wollen, dass ich Ihr Programm fülle, aber es ist nicht genau, von meinem Haus. Genau, wir haben eine halbe Stunde und die müssen wir füllen, insofern. Okay. So, die erste Frage, eine, die uns Filmemachern auf der Seele brennt, eine filmpolitische Frage. Falls Sie es nicht wissen, vor ein paar Tagen hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ja entschieden, dass das Filmförderungsgesetz rechtmäßig ist, gegen die Klagen einiger Kinobetreiber, die sich benachteiligt fühlten. Das ist eine große Bestätigung für die FFA und für diese Erfolgsgeschichte der FFA. Was heißt es aber jetzt konkret? Was passiert als nächstes? Naja, erstmal muss man noch mal beschreiben, was das bedeutet. FFA hört sich ja sehr technisch an, aber das ist eine Säule der Filmförderung. Ohne Filmförderung entsteht im Prinzip kein Film. Und deren Existenz war gefährdet, weil eine Reihe von Kinobetreibern durch Klagen überhaupt die Filmförderung in Deutschland, die Kompetenz des Bundes in Frage stellten. Und durch eine kluge, auch rechtzeitige noch Novellierung des Filmfördergesetzes ist es gelungen, eben in allen Punkten sich durchzusetzen. Das heißt, das Gericht hat bestätigt, der Bund hat eine Kompetenz in der Filmförderung. Die Filmförderung, so wie wir sie machen, mit der Filmförderanstalt ist okay. Und dies bedeutet, dass jetzt wieder die Filmförderungsanstalt ihre Aufgabe wahrnehmen kann. Sie musste ja Mittel in Rücklage behalten, weil sie in Frage gestellt wurden. Jetzt kann sie wieder fördern. Die Produzenten bekommen entsprechende Mittel. Und wie es weitergeht, ja, ich hoffe, dass diejenigen, die unterlegen sind, nun mal einsehen, dass sie unterlegen sind. Auf diesem Hintergrund spielt sich ja auch das Problem ab, dass eben doch eine Reihe von Kinobetreibern, ich behaupte mal insbesondere die Kinoketten, in Verbindung mit dem Ganzen, so wie es scheint, gern eine Marktbereinigung vorgenommen hätten und die dazu geführt hätte, dass wir das Kino in der Fläche, die kleinen Kinos, die Arthouse-Kinos, die Kommunalkinos nicht hätten mehr erhalten können. Und genau dies wollen wir nicht. Wir wollen, dass auch Kino in der Fläche stattfindet. Und ich glaube, dass mit diesem Urteil eine gute Grundlage dafür gelegt worden ist, dass man wieder in der Kinobranche friedlich und fair miteinander umgeht. Wunderbar. Zurück zur Filmakademie. Christiane, du bist vor 3 Wochen, glaube ich, gewählt worden als Nachfolgerin von Jasmin Tabatabai, als neues Vorstandsmitglied der Filmakademie. Was reizt eine vielbeschäftigte Schauspielerin an dieser Aufgabe, außer natürlich an solchen Veranstaltungen wie heute teilnehmen zu dürfen? Also man muss dazu sagen, dass ich seit Bestehen der Filmakademie auch Mitglied bin, also eines der ersten Mitglieder der Filmakademie war. Und so richtig weiß ich auch noch nicht genau, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen von Jasmin Tabatabai treten werde, aber ich glaube, dass es zahlreiche doch Aufgaben und Probleme geben wird in der Filmakademie, die es zu lösen gibt. Und ich hoffe, dass ich mich da einbringen kann und dem deutschen Film, dem deutschen Kino damit auch mit unterstützen kann. Das ist das, was ich mir davon natürlich ein bisschen erhoffe. Und ich glaube, dass es einen sehr regen Austausch geben wird zwischen den einzelnen Sektionen. Und das ist natürlich auch spannend, dass man dann quasi mal von der anderen Seite mit Produzenten, mit Dokumentarfilmern, mit Regisseuren zusammenkommt, was man ja sonst nicht so häufig hat und nicht projektbezogen diskutiert, sondern sozusagen in eigener Sache Dinge bespricht. Und ich bin sehr gespannt auf den neuen Aufgabenbereich.
auch seit vielen, vielen Jahren Mitglied der Akademie ist ja Klausner. Im letzten Jahr sozusagen großer Preisträger für seine Darstellung, für seine Leistung in dem Weißen Band als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Wir erinnern uns gerne noch an das Ständchen, was er der Lola gebracht hat. Herr Klausner, was macht dieser Preis mit einem oder ist es letztlich ein schöner Preis von vielen schönen Preisen, die man so in seiner Laufbahn bekommt? Was macht der Preis mit einem? Also fragen Sie lieber, was mache ich mit dem Preis? Er muss ja irgendwo gelagert werden, abgestellt und abgestaubt, ne? Und das habe ich also hinter mich gebracht, da steht er nun und freue ich mich drüber. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung. Und ich danke nochmal allen, die mich damals gewählt haben. Frau Berben, wir haben es am Anfang schon gesagt, es gibt ein neues Wahlsystem. Das ist so kompliziert, dass es sich nur ein Deutscher ausdenken konnte. Aber wir sind ja auch die Deutsche Filmakademie, insofern passt das. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, anders ist, dass die wahlberechtigten Mitglieder der Akademie nicht mehr nur ihre Favoriten wählen, sondern alle möglichen Nominierten oder dann später auch Preisträger werden in einem gewichteten Bewertungssystem bewertet in 5 Stufen von ich stimme voll und ganz einer Nominierung oder später dann Auszeichnung zu bis hin zu ich stimme einer Nominierung oder Auszeichnung nicht zu. Was erwartet sich die Filmakademie von diesem wesentlich komplexeren Bewertungssystem? Ja, genau was Sie sagen. Das ist durch die Komplexität dieser unterschiedlichen Bewertungen auch, dass man manchmal das Gefühl hat, ja, da ist jemand ganz weit vorne, aber du bist jetzt nicht mehr gezwungen, wirklich nur noch in einem ganz kleinen Pulk von Kollegen auszusuchen oder von Filmen auszuwählen, sondern du kannst differenzierter einfach beurteilen. Aufgrund dieses Wahlsystems kannst du sagen, ich gebe ihm, ich bin näher an der absoluten Überzeugung, da hat jemand etwas verdient und bei anderen bist du ein bisschen weiter auf die andere Seite gerückt. Ich glaube, das hat den Vorteil, dass man wirklich genauer wird und dass man da, wo man selber unsicher war oder wo man das Gefühl hatte, jetzt musst du eigentlich entscheiden, da kannst du differenzierter sein. Und ich denke, das hilft dem ganzen System. Also man hofft es. Es sind ja immer wieder Diskussionen. Es sind immer wieder Diskussionen, einmal die in der Akademie geführt werden, einmal und unter uns Kollegen in den Zusammenkünften. Natürlich sind wir alle mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und auch Konzepten und Einforderungen gehen wir daran. Aber was uns alle natürlich verbindet, ist, dass es ein sehr emotionaler Beruf ist. Und jeder geht mit einem großen Herzblut daran. Und dass man enttäuscht ist, wenn man nicht in einer Auswahl bemerkt wird, ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder von uns in irgendeiner Weise. Und um das noch ein bisschen, sagen wir mal, zu präzisieren, dem Wahlverfahren, dass man da jetzt nicht so ad hoc Ja oder Nein sagt. Ich glaube, dafür ist das wieder eine Stufe, die uns weiterhelfen könnte, wirklich auch mit einer größeren Genauigkeit auszuwählen. Wir werden in ein paar Minuten wissen, ob es erfolgreich ist, ob es funktioniert. Das werden wir sehen. Zuletzt aber eine Frage noch an Herrn Neumann. Sie sind ja ein bekennender Fan des deutschen Kinos. Ich weiß, ich habe Sie bei den Premieren von 3 gesehen, von Almanya, von Pina, von Wer, wenn nicht wir. Alles Filme, die jetzt ausgezeichnet oder nominiert werden können. Haben Sie einen persönlichen Favoriten? Ja, das sind alles irgendwie Favoriten, weil jeder Film ja spezifisch ist. Sie können die Filme ja nicht gleich behandeln. Der eine ist mehr geschichtlich, wenn wir nicht wir. Alemannia eben ein gesellschaftspolitisches Thema und man könnte das so fortsetzen. Und ich finde, diese Filme dokumentieren schon die faszinierende Bandbreite des deutschen Films. Und ich würde sagen, wir haben ja nun das neue Verfahren. 1200 Mitglieder werden die Entscheidung treffen. Und die wird klug sein. Und ich werde sie dann loben. Die Mitglieder und die Filme. Wunderbar. Gut, dann darf ich zu den Nominierungen überleiten. Ich darf den Notar Herrn Siegler-Schmidt bitten, die verschlossenen Umschläge, die Inhalte kennt nur er, an die Vorlesenden zu
verteilen. Parallel, Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr haben wir versucht, die Nominierten auf diese Wand zu beamen. Das war schon super, aber noch nicht ganz perfekt, weil die Kollegen in der Regie nicht immer hinterherkamen mit dem Tippen der Namen, vor allem in den Kategorien, wo es mehrere Nominierte gab. Deshalb gibt es dieses Jahr einen USB-Stick, den der Notar vorbereitet hat, der jetzt gerade der Regie von Anne Lepin überreicht wurde. Insofern können wir parallel mit den Öffnen der Umschläge und den Vorlesen der Namen werden wir die Namen hier einblenden. Es ist sozusagen genauso geheim wie die Umschläge, nur für Sie etwas hilfreicher. Sie müssen also, Sie können sich zurücklehnen, Sie können applaudieren, wenn Ihnen Nominierungen gefallen. Sie müssen nicht mitschreiben, denn danach gibt es natürlich wie immer eine Liste mit allen Nominierungen zusammengefasst. Gut, fangen wir an. Herr Klausner, die beste weibliche Nebenrolle. Also die Nominierungen für die beste weibliche Nebenrolle sind Merit Becker, Katharina Müller-Elmau, Beatriz Spelzini und das war's. Genau, drei Nominierungen ist auch Nominierung. Richtig. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wo Sie weiterlesen wollen. Waren es nicht früher vier? Es waren letztes Jahr einmalig vier. Ja. Wir haben das wieder zurückgedreht auf drei. Und insofern sollten es auch nur drei sein. Sei denn, es gibt eine Punktgleichheit in der Wahl, dann könnten es auch mal vier sein. Die beste männliche Nebenrolle, Christiane Paul. Für die beste männliche Nebenrolle sind nominiert Vedat Erdicin, Heino Ferch und Richie Müller. Soll ich noch sagen, für welchen Film? Das wäre vielleicht ganz gut. Okay. Hast du das gemacht, Burkhard? Habe ich vergessen, kann ich aber nachreichen. Okay. Also Vedat Erdicin für Zahada, Heino Ferch für Vincent Vermeer und Richie Müller für Paul. Ja, und bei mir war es Merit Becker für Boxhagener Platz, Katharina Müller-Elmau für Vincent Vilmeer und Beatrice Spelzini für Das Lied in mir. Wunderbar, jetzt haben wir es auch. Frau Berben, Sie verlesen gleich zwei Kategorien, das beste Kostümbild und anschließend das beste Maskenbild. Nominiert für das beste Kostümbild sind Monika Jacobs für Der ganz große Traum, Thomas Ola für Jud Süß, Film ohne Gewissen und Gior Raspe für Poll. Und gleich anschließend das beste Maskenbild, auch Frau Berben. Das beste Maskenbild, nominiert fürs beste Maskenbild sind Kili Kratschke und Heike Merker für Goethe, Björn Rehbein für Jud Süß, Film ohne Gewissen und Susanne Sanchez für Poll. Es folgt das beste Szenenbild, Herr Klausner. So. Für das beste Szenenbild sind nominiert Silke Buhr für Poll, Christian Goldbeck für Wer, wenn nicht wir und Udo Kramer für Goethe. Es folgt das beste Drehbuch, Christiane Paul. Nominiert für das beste Drehbuch sind Miras Bizar für Die Kinder von Jaka Bakir, oh meine Güte, Florian David Fitz für Vincent Vermeer und Nesrin Shamdereli und Jasmin Shamdereli für Almanya Willkommen in Deutschland. So, es folgen zwei Kategorien, beste Kamera und beste Musik, jeweils vorgelesen von Burkhard Klausner. Beste Kamera, Bildgestaltung. Nominiert sind Matthias Fleischer, Das Lied in mir, Daniela Knapp, Poll und Martin Langer, Der ganz große Traum. Und die beste Musik folgt. Ja, kommt. Ich habe nur zwei Hände und eines davon hält das Mikro. Jetzt. Nominiert für beste Filmmusik sind Matthias Klein, Das Lied in mir, Heiko Meile, Wir sind die Nacht, sowie Tom Tykwer, Johnny Klimek, Reinhold Heil, Gabriel Isaac Moncey für drei.
So, es wird langsam spannend. Bester Schnitt und beste Tongestaltung, jeweils vorgelesen von Christiane. Für den besten Schnitt sind nominiert Mathilde Bonnefoy für 3, Uli Christen für Wir sind die Nacht und Hans-Jörg Weisbrich für Wer, wenn nicht wir. Und die beste Tongestaltung? Beste Tongestaltung nominiert sind Manfred Banach, Christian Konrad und Changis Scharok für Jerry Cotton, Ansgar Frerich, Sabine Panossian, oh meine Güte, Niklas Kammertöns für Pianomania, die Suche nach dem perfekten Klang. Und es sind noch nominiert für die beste Tongestaltung Frank Kruse, Matthias Lempert, Arno Wilms für 3. So, wir kommen zu den beiden Hauptdarstellerkategorien. Die beste weibliche Hauptrolle wird vorgelesen von Burkhard Klausner. Jetzt bin ich gespannt. Also nominiert für weibliche Hauptrolle sind Bernadette Heerwagen, Die kommenden Tage, Lena Lautzimis, Wer, wenn nicht wir, und Sophie Reuss für 3. Die beste männliche Hauptrolle, Christiane. Oh, Entschuldigung, Frau Berben, mein Zettel ist falsch. Frau Berben, Entschuldigung. Nominiert für beste darstellerische Leistung männliche Hauptrolle, August Diehl, Wer, wenn nicht wir, Alexander Fehling, Goethe, und Florian David Fitz, Vincent will mehr. So, und die letzte der Einzelkategorien, vorgelesen von Christiane Paul, für die beste Regie. Für die beste Regie sind nominiert Florian Kossen für Das Lied in mir, Tom Tykwer für 3 und Wim Wenders für Pina. So, und damit Sie nicht denken, Herr Neumann hat hier gar nichts mehr zu tun, jetzt kommt Ihre große Stunde. Wir wollen natürlich die 3 besten Filmkategorien, bester Kinderfilm, bester Dokumentarfilm und bester Spielfilm hören. Dazu bitte ich Sie ans Pult, Frau Berben und Herr Neumann. Es ist ein staatstragender Akt, deshalb mit Pult. Die Umschläge gibt es wieder von Herrn Siegler-Schmidt. Und ich glaube, wir fangen an mit dem besten Kinderfilm. In der Reihenfolge. Ich halte Sie fest. Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung. Sie fangen an mit dem besten Kinderfilm, Frau Berben, die erste Nominierung. Nominiert für den besten Kinderfilm, verbunden mit einer Prämie von je 125.000 Euro, sind Shan Dani und ihr Elefant, Arne Birkenstock, Helmut G. Weber, Produzenten Fruit Market, Kultur und Medien, Tradewind Pictures, Arne Birkenstock, Regie. Und Konferenz der Tiere. Reinhard Kloß, Holger Tappe, Produzenten, Konstantin Filmproduktion, Holger Tappe, Reinhard Kloß, Regie. Die Nominierung zum besten Dokumentarfilm liest Herr Neumann. Nominiert für bester Dokumentarfilm, verbunden mit einer Prämie von je 100.000 Euro, sind Kinshasa Symphony, Stefan Pannen, Holger Preuße, Produzenten, Sounding Images, Klaus Wischmann, Martin Bär, Regie. Und dann als zweites Pina, Wim Wenders, Gian Piero Ringel, Produzenten, neue Road Movies, Wim Wenders, Regie. So, und nun der Höhepunkt, die 6 Nominierungen für den besten Film. Frau Berben fängt an mit der ersten Nominierung und dann wechseln Sie sich ab. Nein, wir haben beide einen. Ach so. Wir müssen uns das gegenseitig jetzt zuspielen. Bester Spielfilm, verbunden mit einer Prämie von je 250.000 Euro, sind Almania, Willkommen in Deutschland. Andreas Richter, Ursula Wörner, Anni Brunner, Produzenten, Roxy Film, Yasemin Samedereli, Regie. 3. Stefan Arndt, Produzent, X-Film, Tom Tykwer, Regie. Der ganz große Traum,
Anatol Nitschke, Raoul Reinert, Produzenten, Deutschfilm, Kuckuck Clock Entertainment, Senator Filmproduktion, Sebastian Gröbler, Regie. Und dann Goethe. Christoph Müller, Helga Sasse, Produzenten, Senator Filmproduktion, Deutschfilm, Philipp Stölzel, Regie. Vincent Willmeer, Harald Kügler, Viola Jäger, Produzenten, Olga Film, Rolf Hüttner, Regie. Und wer, wenn nicht wir, von dem Produzenten Thomas Kufus und Regie Andreas Feil. Wunderbar, vielen Dank. Sie dürfen sich wieder setzen. Sie können auch da oben weiter plaudern, aber Sie Nein, dürfen sich... Haben, unser Statement war, das kann sich doch sehen lassen. Verstehe. Das kann sich absolut sehen lassen. Und ich habe da, glaube ich, hinten einen Stein vom Herzen fallen hören, als ja. Thomas Kufus für seinen Spielfilm Wer, wenn nicht wir, auch eine Nominierung bekommen hat. Für die Statistiker unter Ihnen kurz eine Aufstellung. Die meisten Nominierungen hat 3 bekommen, 6 Nominierungen an der Zahl. 5 Nominierungen haben gleich 3 Filme bekommen. Poll, Vincent Willmeer und Wer, wenn nicht wir. Und 4 Nominierungen haben 2 Filme, Goethe und Das Lied in mir. So, das war's. Ich beglückwünsche alle Nominierten. Sie haben noch genau 4 Wochen Zeit zu fiebern, denn in genau 4 Wochen startet die große Party. Die Filmpreisverleihung am 8. April. Dieses Jahr wieder in dem Friedrichstadtpalast. Barbara Schöneberger moderiert diese Veranstaltung, das ZDF überträgt. Das ist das 7. Mal, dass der Preis von der Deutschen Filmakademie ausgerichtet wird und wir versprechen Ihnen, dass es kein verflixtes 7. Jahr wird. Und während die Fotografen da hinten schon reinkommen für den Fotocall, will ich noch sagen, dass ich mich ganz besonders freue, dass eine Münchner Produzentin, die mich gestern Abend noch angerufen hat und gesagt hat, ich komme nur, wenn ich auch nominiert werde. Sie ist gerade nominiert worden, insofern kommt sie. Insofern freuen wir uns, dass sie dabei ist. Ich danke meinen Gästen hier oben fürs Kommen, Frau Berben, Frau Paul, Herr Neumann, Herr Klausner. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen allen jetzt einen schönen Abend.